Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Abend. Also die Aufklärung in Sachen Finanzcasino, Herr Kollege, die war daneben. Ich kann nur sagen, das, was die BaFin gemacht hat, ist richtig. Ich werde das gleich auch noch mal erklären. Und Herr Schäuble braucht auch keinen Grundkurs in Sachen Staatsorganisationsrecht. Auch diese Bemerkung war schlicht daneben. Wir reden hier über was ganz anderes, nämlich über § 104 Insolvenzordnung, das Close-Out-Netting. Und der Kollege Brunner hat das eben schon deutlich gemacht, worum es geht. Close-Out heißt, dass bei bestimmten Vertragstypen der Vertrag beendet wird, nämlich bei bestimmten Kreditverträgen der Vertrag beendet wird. Und er wird zweitens genettet. Genettet, nämlich aufgerechnet. Aufgerechnet in der Weise, dass das Risiko aus verschiedenen Verträgen zusammengefasst wird. Und das, was hier in Rede steht, ist in der Tat ein Riesenvolumen. Der Kollege Paulus, Christoph Paulus hier von der Berliner Universität, hat uns das in der Anhörung sehr deutlich gemacht. Es geht um ein Gesamtvolumen von 605 Billionen Euro. Und davon ist ein mögliches Insolvenzrisiko von 24 Billionen Euro. Und es ist richtig, dass wir, weil diese Forderungen und Verbindlichkeiten zusammenhängen, sie dann auf 3,7 Billionen Euro reduzieren. So, und jetzt fragen wir uns, warum müssen wir das Gesetz, Kollegin Keul, reformieren? Und da muss man dann doch noch mal gucken, wann das Gesetz in der jetzigen Form geschaffen wurde. Im Jahr 2004 hat nämlich die damalige Rot-, Sie können das gleich erwidern, hat nämlich die damalige rot-grüne Koalition die jetzige Norm geschaffen. Und da gab es dann Nachfragen von der bayerischen Staatsregierung. Die hat Ihnen, der rot-grünen Koalition, die Frage gestellt, dass Sie die, wie heißt es hier in der Ausschussdrucksache aus dem Jahr 2004, 15, 24, 85, dass Sie das Großkapital schützen wollten und die kleinen Firmen zugrunde richten wollten. Und dann haben wir alle, leider ohne die Linken, aber das ist nicht so überraschend, zusammengearbeitet und haben in der Zusammenarbeit mit dem BMJ damals noch dieser bodenlosen Behauptung, die Sie jetzt bringen, obwohl Sie damals genau das Gegenteil gesagt haben, dieser bodenlosen Behauptung die Grundlage entzogen. Denn Sie haben, das hat Ihr Vorgänger Jerzy Montag, guter Mann, der hat dann gesagt, das Gesetz, die jetzige Fassung, diene dem Schutz des Bankenplatzes Deutschland und stelle auch sicher, dass in der Insolvenz nicht auf Baumaschinen, nicht auf Forderungen und andere Gegenstände von Privatpersonen und so weiter zurückgegriffen werden könne. Mit dem Ergebnis des Entwurfs, über den wir jetzt heute, dessen Korrektur wir beraten, könne man sehr zufrieden sein. Was wir jetzt machen, ist, der Bundesgerichtshof hat sich mit Ihrem Gesetz auseinandergesetzt, hat festgestellt, dass manches von dem, was Sie damals wollten, nicht funktionierte. Wir korrigieren Ihre Fehler und Sie sagen jetzt, wir schützen die Bankenlobby. Ich halte das für daneben, muss man doch wirklich sagen. Und wenn man dann noch einen Schritt weitergeht und fragt, ja, okay, Sie haben das in der Pressemitteilung von gestern so schön gesagt, die Großbanken kriegen Privilegien gesichert und deshalb müssten wir eine Sondersitzung abhalten und deshalb lehnen Sie es ab. Das ist Ihre Pressemitteilung, die ich hier zitiere, und deshalb lehnen Sie es ab. Auch das stimmt nicht. Denn schauen Sie doch mal bitte ins Gesetz rein, Frau Keul, können Sie gleich was zu sagen? Paragraph 340 der Insolvenzordnung sagt, dass auf solche Verträge das Recht gilt, was vereinbart wurde. Das heißt, man kann der Regelung, selbst wenn sie ablehnen würde, entfliehen. Es ist also nicht so, dass die Banken dann alle sofort pleite gehen. Sie werden die Verträge ändern und dann haben wir einen Vertrag nach englischem Recht, der genau das macht, was wir jetzt hier vorschlagen. Und ich muss schon sagen, ich halte es für richtig, dass deutsches Recht auch deutsche Banken nutzen können. Wir ändern diese Frage und korrigieren noch einige der Punkte oder stellen einige Punkte im Ausschussbericht klar, die in der Anhörung zweifelhaft waren, nämlich die Frage, dass Erfüllungsansprüche dann gegengerechnet werden können. Das halte ich für wichtig. Aber ich möchte zu dem zweiten Punkt noch etwas sagen, zur Streitwertgrenze. Ja, die Überlegung, ob die Streitwertgrenze und die Fortschreibung der Streitwertgrenze der richtige Ansatz ist, den Zugang zum Bundesgerichtshof zu kontrollieren, ist zweifelhaft. Und Herr Kollege Brunner hat das eben auch schon gesagt, da müssen wir schon ein bisschen grundsätzlicher dran gehen. Und ich habe in der Ausschusssitzung vorgestern genau das gesagt, wir sind für eine solche weitergehende Lösung offen. Und wir sind hier in Vorlage gegangen. Wir haben gestern gesagt, dass die Erweiterung des Ansatzes des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes ein Punkt ist, wo wir weitergehen würden und weitergehen können. Das Justizministerium ist inzwischen nachgezogen. Wir finden das gut. Darüber können wir reden. Und dann können wir genau das auch überlegen und erwägen, ob bei solchen Sammel-
bei identischen Sachverhalten, die mehrere Personen betreffen, oder bei Streuschäden, ob wir da nicht sagen, da wird zum Beispiel in diesen Fällen der Streitwert, der als Zugangsgrenze zum Bundesgerichtshof dient, herabgesetzt. Also, da gibt es Reformbedarf. Wir werden darüber reden. Und das ist nur eine Änderung, die sozusagen die Zeit rettet, bis diese Änderungen kommen werden. Und der letzte Punkt, natürlich, das ist nicht der Ende, das ist nicht das Ende der Reform im Insolvenzrecht. Wir werden das Anfechtungsrecht reformieren, wir warten auf die Vorschläge, die Antworten der SPD, und wir werden auch das Konzerninsolvenzrecht reformieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Hirte. Nächste Rednerin, Katja Keul für Bündnis 90 Die Grünen.